Hallöchen, willkommen zurück zu Vampire Survivors. Wir sind mitten in dem Run und wir sind auch noch verfolgt von einem Bossviech. Das würde ich super gerne noch umklatschen. Bevor wir uns auf den Weg nach links machen. Das natürlich ist auch geil, dass wir die Chose gefunden haben. Häufigkeit der Gegner. Aber die Steinmaske machen wir jetzt mal auch nicht. Ich brauche doch noch irgendwas, ne? Genau, den Verdoppler müssen wir noch auswählen, wenn wir den beim Level-Up angeboten kriegen. Und wenn wir den haben... Na, sammeln wir auch die Spinatteile ein. Verdoppler! Fix Mare! Ah ja, der blaue Kreis um uns, der jetzt weg ist. Das ist, glaube ich, der Lorbeer. Okay. Gehen wir mal raus hier. Der Kreis ist eh so eng, der müsste sich bald wieder auflösen. Ich will aber auf jeden Fall noch die Erfahrungspunkte einsammeln, die da drin rumfliegen. Oder haben wir nochmal so einen Attractor Orb? Ne? Dann eben mit Gewalt. Die Steinmaske am Arsch. Na stimmt. Das Boss-Teil-Ding, ne? Das sollten wir einfach mitnehmen. Aber vielleicht sollten wir auch einfach gucken, dass wir hier überleben. Das wäre, glaube ich, ganz praktisch. Ich habe gehört, Überleben ist ziemlich vorteilhaft in der... Ja, nicht nur in der richtigen Welt, sondern auch hier. Überall ist Überleben gar nicht mal so verkehrt. Die Steinmaske nervt mich. Aber bevor wir verbannen und überspringen, wählen wir das, was wir noch brauchen können. Geben wenigstens gute Erfahrungspunkte. Aber wir können den schon mal am Baum fesseln. Ups, da ist er frei. Oh, aber das gibt schon gute Erfahrungspunkte. Die Krone darf ich nicht nehmen. Hätte ich gerne, aber darf ich nicht. Ich muss da nochmal ganz kurz gucken. Verdoppler! Ich hab's schon wieder vergessen. Wahnsinn. Okay, es liegt auf jeden Fall. Da oben liegt es. Oh, da ist der Verdoppler. Geil. Okay. Dann können wir jetzt auch die Lorbeerteile einsammeln. Die Kiste oben rechts nehmen wir auch noch mit. Jetzt ist noch ein roter. Das Gegenstück? Ja, wir nehmen das Gegenstück mit. Ah, das ist super. Okay, jetzt sind wir echt gut aufgestellt, was das angeht, ne? Also schadensmäßig, ja, ja, ja. Das Weihwasser, dankeschön. Da ist noch ein Attract Orb. Lass uns erst zum Attract Orb gehen und dann zum Laurel, weil der Attract Orb richtig nah da ist. Auch wissen, was passiert, wenn du den... Moment, ist das ein neuer?
Einfach ein neuer Dude. Ich hoffe mal nicht. Einfach einen Klee gefunden. Danke. So. Wie viel Life hat er? Warum schießen wir die Scheißfeuerscheiße? Ja, die Scheißfeuerscheiße. Hm? Nach oben. Mann. Okay. Auf zum Spinat. Auf zu den zwei Spinaten und dann wirklich auf in. Auf nach links. Okay, es ist irgendwie ein krasses Viech, aber kein richtiger Boss. Ah, ich hasse die Werwölfe. Die sind zu krass. Werwölfe sind zu krass für mich. Ich kann nicht sagen, ob wir das überleben. Wenn die Werwölfe irgendwann mal abgefrühstückt sind, dann sieht das nicht verkehrt aus. Auf zum nächsten Spinat. Ja, wenn die in das Weihwasser laufen, ist schon gut, aber darauf kannst du dich auch nicht verlassen. Oh, genauso wenig, wie man sich auf Chicken verlassen kann. Oh! Oh! Das krasse Ding hat ein goldenes Ei gedroppt. Goldene Eier. Weiß jeder. Sind verdammt Schnieke. Oh Mann. Da hat das, die Anziehungskraft nicht gewirkt von unserem Ding. Da musstest du jetzt ohne Witz direkt ranlaufen. Okay. Attractor Orb und Kiste da unten, aber ich glaube, ich kann da nichts zurück, oder? Ja. Vielleicht doch. Okay, Kiste in Sicht. Oh, das. Attract Orb auch, danke. Okay. Jetzt lass gucken, was wir an supergeilem Zeug finden. Oh. Die Donnerschlinge. Schnieke! Den Boss-Werwolf möchte ich auch gerne noch machen. Dankeschön! Das sollte uns doch eigentlich auf den Feuerspeier bringen. Oder Labor. Right. Dann versuchen wir uns mit Labora weiter fortzubewegen. Da ist auch ein Kill Everything Teil, aber wo das gerade liegt, kein blassen Schimmer. Auch nicht so wichtig. Ein bisschen Anziehung gönnen. Nur echt langsam fortbewegen, ansonsten
Dann geben wir hier ein Opening raus. Ich glaube, es wird bald wieder umgeswitcht zu krass viele Gegner, aber schwach, anstatt wenige Gegner und viel. Wobei uns das jetzt auch richtig gut helfen sollte. Ist es die Axt oder ist es... Nein, das ist das, was durch Gegner durchgeht. Das ist geil. Ja. Da kannst du dann wirklich den Dingern hinterhergehen. Wenn die da vorne schießen oder ich zum Beispiel. Da kannst du dann wirklich sagen, ich gehe da den Feuerbällen nach. Die müssen eh ein bisschen nach unten links. Und überall, wo die Feuerbälle reinballern, da ist dann mehr oder weniger freie Bahn. Aber die schießen nicht dahin, wo ich hinlaufen will. Das ist so ein bisschen ungünstig. Ein bisschen ungünstig. Wie wir die Mumie so richtig gepammelt haben, ne? Das ist wenigstens gut, dass du einfach laufen kannst. Okay, lass uns mal Richtung Händler gehen. Okay. Bisschen Verschnaufspause, ne? Weiter nach links, wir müssen auch noch ein bisschen weiter nach unten für den Händler. Das sieht man recht gut an den Ringen oben und unten, dass du weißt, links oder rechts. Die müssen direkt in der Mitte sein. Und bei dem roten Schwert weißt du dann, ob du nach oben oder unten musst. Wo ist die Kiste? Und wenn wieder die Kiste nur wegen dem Gold holen, aber... Nee, wir haben noch eins, was wir... Moment, ist das Kreuz schon fertig? Ah, bin mir gar nicht sicher. Nope, ist es noch nicht. Gut zu wissen. Geht es wirklich zum Händler? Wo steckt der Gute? Noch eine Kreuzung weiter runter, okay. Wenn das Spiel sagt, geh noch eine Kreuzung weiter runter, dann gehen wir doch eine Kreuzung weiter. Sack hole ich mir erst noch? Ist halt die Frage, ne? Ist das unter... Ist der untere Bereich von dem Dude der Dude selbst? Hört sich das ein bisschen komisch an, aber... Das Map-Icon. Wo... Heißt das irgendwo in dem Feld, oder was? Ich habe ja gar keine Zeit, nach dem Händler zu suchen, ne? Ich habe wieder keine Zeit dafür. Okay. Dann versuchen wir noch das andere Gegenstück zu holen. Ah, Feuerbälle nach links. Dankeschön. Hat vielleicht Sprachsteuerung das Ding. Eingeschränkt mit der Bewegung. Das gefällt mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht.
Müssen uns so ein bisschen an Labora orientieren. Ich sammle noch kurz ein Level ein. Ja, wir brauchen noch ein Kreuz. Damit die Kiste sich auch wirklich lohnt. Nice! Sonst noch was? Okay. Hey, der Witzka. Zumindest du Lorbeermax-Level. Aber der Lorbeer wird mir nicht unbedingt so angezeigt, ne? Rechts ist zwar irgendwas, Lorbeer plus zwei verschiedene Sachen ist gleich irgendwas. Ist aber auch seltsam angezeigt, ne? Dass das so eine Gruppierung hat. Zum Beispiel ganz unten rechts hast du ja auch Kaugummiblasen, Kerzenhalter und Spinat. Aber was das ist... Oh, warte mal, der Lorbeer könnte mit den beiden Tauben zu tun haben, aber ich weiß nicht, warum das dann so zusammengehängt angezeigt wird. Naja, erstmal egal. Weil wir den Lobby haben, können wir da auch mal versuchen, ein bisschen durchzulatschen. Ups, voll in den Boss, muss es ja nicht sein. Oh, ich hab... Okay. Gar nicht gesehen, dass da so ein Dings gelegen ist. Ich mag die Blumen auch nicht, weil die so viel aushalten. Die hindern einen echt am Vorwärtskommen. Das Händchen war auch wieder Gold wert. Haben aber auch heftiges Life, oder? Wir werden von alle möglichen Scheiß getroffen, bleiben aber stehen. Okay, weniger Blumen, mehr Mumien, was aber auch nicht geil ist. Holy. Extra starke Mumien. Müssen wir da mal wieder ein bisschen langsamer machen? Wie weit haben wir es denn noch? Das tut es aber auch nicht, wenn ich hier nur stehen bleibe, ne? Überspringen wir das erstmal. Ich möchte ehrlich gesagt die Gegner momentan nicht boosten. Ich habe eh schon genug Probleme. Und ich will, dass die andere Seite von dem versteckten Item haben. Ja, Kackbaum. Lass uns versuchen durchzubrechen. Keine gute Idee. Sollen wir das verbannen? Boah, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Wir müssten das schon fast leveln, damit wir es irgendwie weiterhin zur Verfügung haben, oder? Scheiße, das levelt jetzt automatisch, ich Vollidiot. Ups. Scheiße, sind also nochmal schneller. Oh. Ich bitte mal XP aussetzen. Das wäre super. Wir haben es auch noch so weit. Ja, ja. Dann leveln wir das Ding halt.
der rote Foliant wäre halt auch geil, ne? Allein schon für den Blitz und für Labora, dass das deutlich schneller wieder aufploppt. Was passiert jetzt mit Minute 24? Was kommt da auf uns zu? Immer noch das Gleiche. Okay, wenn ich die Wahl habe zwischen Mumie und Pflanze berühren, nehme ich die Pflanze. Das ist natürlich gar nichts, aber... Irgendwo liegt ein Hähnchen rum. Da liegen drei Chicken. Fuck. Okay, Hähnchen gefunden. Das andere ignorieren wir jetzt mal. Fuck, ich will doch nur zu dem Item, um zu gucken, ob was passiert, wenn wir alles, alle beide haben. Oh nein. Oh, Boss! Oh, durchgebrochen, super. Nichts. Oh nein. Oh nein. Okay. Wir kommen ein bisschen besser voran, würde ich sagen, als vorhin, aber. Okay, da liegt es. Da liegt es, da liegt es, da liegt es, da liegt es. Oh, Boss an mir dran. Bündel dunkler Mächte, um den Träger zu schützen. Okay. Ist das erste immer zum Verletzen und das zweite zum Schützen oder haben wir einfach nur. Lebenserholung wird sich um 0,1 pro Sekunde. Oh ja. Okay, okay, okay. Jetzt habt ihr das richtige Teil. Aber der Dude, der mir am Arsch klebt, gefällt mir nicht. Bitte geh drauf, Dude. Ah! Okay, er ist down. Dafür haben wir auch was Gutes bekommen. So. Ich stehe jetzt erstmal hier ein bisschen rum. Und aber auch dann kurz eine Portion Erfahrungspunkte. Vielleicht sollten wir es auch ein bisschen nach rechts bewegen. Weil das ist eigentlich auch nur eine Kiste für uns, ne? Weil zu den Hähnchen, glaube ich, komme ich nicht mehr. Oh nein. Da sind wieder Mumien am Start. Oh, bitte nicht Gegner stärken. Stärke mich. Shit, das ist das Falsche, oder? Ja. Aber das sieht mir auch so aus, als wäre... Das könnte doch eigentlich das bei Laurel oder dem der Lanzette sein, weil das links sieht schon so aus, als wäre das dann so miteinander verbunden, ne? Oh! Okay. Immer Brathähnchen, außer... Wir haben genug Life. Dann wollen wir ins Grimoire gucken. Nee, das ist auf jeden Fall nicht am Start.
dann sollte ich mich echt nur bewegen, wenn ich sehe, mein Life wird low, um Brathähnchen zu generieren. Also die Geister, die können dann eben auch Zeug richtig in mich reinpushen, ne? Oh, ist das ein Boss? Nein. Bisschen warten, aber böse, extrem böse hier alles. Okay, ich habe links oben rote Kristalle, rechts unten rote Kristalle. Das heißt also, ich könnte auch jetzt hier noch ein bisschen stehen bleiben. What the hell? Also, das ist krank. Gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut, wenn das so krank ist. Was ist das? Purpurnes Leichentuch, verbesserter Lorbeer, begrenzt eingehenden Schaden auf 10. Es ist doch das Ding! Ja, wie geil! Genau das Richtige gezogen. Ich habe noch eine Kiste gefunden. Oh Mann, ey. Begrenzt das auch den Schaden auf 10 von dem Death, der in 10 Sekunden kommt. Sache. Okay. Das ist krass. Und er ist schon wieder komplett an mir dran. What the hell? Wir haben auch nicht mehr wirklich was krass zum Wiederbeleben, ne? Versucht den mal einfach hier in den Labor zu halten. Kriegen wir den vielleicht irgendwie tot? Nope. Nope. Schade, also das kannst du bestimmt irgendwie hinkriegen. Okay, noch ein Verbannen eventuell, wenn wir es haben wollen. Und erhalte das purpurne Leichentuch freigeschaltet, Divano. Wild, wild, wild. Holy. Permanente plus 30% Bereich. Sollen wir uns das hier nochmal angucken und mal die Ringe nehmen? Ich würde sagen, ja. Das interessiert mich. Nächste Folge machen wir das. Leute, macht's gut. Bis dann. Ciao.